Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zu einem ganz wichtigen Thema. Auf psychische Gewalt, und zwar auf unbewusste psychische Gewalt in der Erziehung verzichten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Constanze Butenuth vom Kinderschutzbund. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Referentin für Prävention beim Kinderschutzbund Bundesverband e.V. Dort verantwortet sie unter anderem die konzeptionelle Weiterentwicklung des Elternkursprogrammes Starke Eltern, starke Kinder. Constanze, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann mit diesem wichtigen Thema. Ja, wir wollen ja heute über psychische Gewalt sprechen in erster Linie, denn Eltern wissen vielleicht ja manchmal gar nicht, dass sie in der Erziehung psychische Gewalt anwenden, weil sie es vielleicht selbst als Kind so erfahren haben und dann einfach dieses Erziehungsmuster von früher wieder anwenden, ohne vielleicht darüber reflektiert zu haben. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir über dieses Thema aufklären und Eltern auch dabei helfen, vielleicht alte Muster zu überwinden. Und deshalb wäre es vielleicht erstmal ganz gut, wenn du einmal vielleicht den Unterschied zwischen auch physischer Gewalt und psychischer Gewalt einmal definierst. Das war uns ja ganz wichtig. Ja, gerne. Also grundsätzlich ist eine ganz breite Definition von Gewalt, dass das Kind in seinen Kinderrechten eingeschränkt wird. Und zu körperlicher Gewalt gehört ja alles, was wir sowieso uns gleich in den Sinn kommt: Schlagen, Kneifen, Schubsen, aber auch Sachen wie Kinder schütteln oder grob am Arm packen. Also auf das Kind mit körperlicher Gewalt einwirken. Meistens ist ja auch ein Größenunterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gegeben, sodass Erwachsene dann ihre körperliche Stärke ausspielen. Und psychische Gewalt, das haben wir nochmal als Kinderschutzbund versucht, auch ein bisschen genauer zu definieren, um es auch so verständlich zu machen. Und da ist einmal Kinder beleidigen, herabwürdigen, also ihnen Sachen sagen wie du bist dumm oder du bist ein schlimmes Kind. Also das wären Beleidigungen. Kinder lächerlich machen, da Ja. ist, also sie auslachen, da ist auch ganz wichtig Sarkasmus und Ironie, die Kinder nicht verstehen, die sie aber spüren. Sie merken ja, dass die Erwachsenen sich über sie lustig machen. Und das Genau. verletzt Kinder auch durchaus. Dann ein wichtiges Thema ist Kinder anschweigen oder nicht angucken, also aufhören mit ihnen zu reden. Ja, die Das kalte Schulter und der Liebesentzug, das ist ja, als würde jemand weggehen. Ja, also das erleben Kinder ja häufig, dass Eltern dann tagelang nicht mit ihnen reden, zum Beispiel. Genau, und ich meine, alle, die wir Kinder haben, wissen, wie stark dieses Bedürfnis ist, von Kindern gesehen zu werden. Also Kinder kommen ja mit, also zeigen gerne Sachen, was sie gemacht haben und brauchen auch ganz stark diese Augen der Erwachsenen, diese wohlwollenden Augen. Ja. Und Anschweigen ist etwas, was manche Leute vielleicht nicht als Gewalt sofort identifizieren würden. Das ist ja auch unter Erwachsenen ein ganz häufiges Streitmittel, einfach Auch in der aufhören zu sprechen. Paarbeziehung zum Ja, Beispiel erlebe ich das häufig. ja, auch mit der, ne, genau. Ein anderes wichtiges Thema ist Kinder bedrohen, also entweder mit körperlicher Gewalt bedrohen, die vielleicht dann gar nicht passiert, das macht aber trotzdem Angst, oder dieses berühmte, wenn Eltern gern gehen wollen, die Kinder wollen aber weiterspielen, ich lasse dich jetzt hier und gehe einfach. Ja, das Androhen von Weggehen sozusagen auch hier wieder. Ja, genau, das machen ganz viele Eltern, ohne die Absicht, ihr Kind irgendwie zu verletzen. Die Ja. Eltern haben, also die meisten dieser Sachen passieren ja unbewusst oder als Wiederholung oder auch aus Hilflosigkeit heraus. Aber zum Beispiel für ein dreijähriges Kind, was allein auf dem Spielplatz gelassen wird, das wäre ja dann völlig hilflos. Also schon eine krasse Androhung, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, auf jeden Fall. Und ein anderer Punkt, den vielleicht auch zum Teil Erwachsene nicht so auf dem Schirm haben, ist Kinder überfordern. Also sie stark überfordern, sei es bestimmte Leistungen fordern, sie von ihnen Erwachsenenarbeit im Haushalt erwarten oder auch sie unangemessen als Partner oder Freund oder Freundinnenersatz benutzen. Also ihnen Sachen vielleicht erzählen, die ihnen nicht gut tun, aber nicht, um ihnen was mitzuteilen oder um etwas über sich selbst zu berichten, sondern sie praktisch zu benutzen als, ich will mal jetzt ganz krass sagen, seelischen Mülleimer.
Ja, und sie auch ein Stück weit wie Erwachsene zu behandeln, obwohl sie ja Genau. noch gar nicht die geistige Reife besitzen. Da denke ich auch direkt so an die Geschwisterbeziehung. Also so kenne ich das zumindest aus der Generation, in der zum Beispiel meine Mutter aufgewachsen ist, die auf einem großen Bauernhof groß geworden ist. Da war es ganz klar, dass die älteren Geschwister eigentlich die Jüngeren erziehen müssen, weil meine Großeltern gar keine Zeit hatten, die Kinder zu erziehen, so ungefähr, ja, weil die nur am Arbeiten Ganz waren. genau. Und das war dann zum Beispiel auch für meine Mutter viel zu früh, viel zu viel Verantwortung. Und sie war ja eigentlich selbst ein Kind und musste schon viel zu früh Verantwortung übernehmen, die sie überfordert hat. Also auch das ist eine Form von psychischer Gewalt. Vielen Dank, dass du das nochmal ansprichst. Ja, genau. Das ist für Kinder ganz schwierig. Es kann ja auch was passieren, wenn sie Verantwortung für ein anderes Kind übernehmen. Und dann wissen sie vielleicht nicht, wie sie adäquat reagieren sollen und fühlen sich hinterher sogar noch schuldig. Also Kinder sind keine Erwachsenen. Sie können bei bestimmten Sachen mithelfen und mitmachen, aber immer altersgemäß. Ganz genau, ja. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, die mir besonders am Herzen liegt. Und zwar ist es die Manipulation und das Schuldgefühle machen. Also ich erlebe es ganz häufig. Das kommt, glaube ich, auch aus den Generationen, ja, einfach von früher, dass Eltern zum Beispiel sagen, wenn du so bist, dann macht mich das traurig. Also dieses Ja. bewusste Einwirken auf Kinder, indem man versucht, sie emotional eigentlich zu erpressen, das führt eben dazu, dass Kinder ganz starke Scham- und Schuldgefühle entwickeln und das dann dazu führen kann, dass wirklich auch langfristig das Selbstwertgefühl sehr stark leidet und Kinder auch anfangen, die Verantwortung zu übernehmen für die Gefühle ihrer Eltern, obwohl das ja gar nicht ihre Verantwortung ist. Also ich sage immer, Eltern sind verantwortlich für die Gefühle ihrer Kinder, also diese zu begleiten und eben ganz alleine verantwortlich für ihre Gefühle, weil sie eben schon erwachsen sind. Ich weiß nicht, was du dazu noch sagst. Ja, das ist gut, dass du diesen Punkt erwähnt hast. Genau, also das, ich mag da so einen Satz von Jesper Juhl, die Erwachsenen sind verantwortlich für die Beziehung, für das zwischen mit ihren Kindern und nicht die Kinder, also wie sie diese Beziehung gestalten. Und oft schieben Eltern Probleme auf das Kind. Also wenn zwischen Eltern und Kind irgendwas nicht läuft, dann sollten die Eltern überlegen, woran liegt das? Und das hat, also das hat was mit ihnen zu tun und wie sie mit ihrem Kind umgehen. Das Kind selber kann die Beziehung noch nicht aktiv ausgestalten. Ein Und ganz deswegen. wichtiger Punkt, da sprichst du etwas an, was ich natürlich oft auch in der Beratung erlebe oder in der Arbeit mit meinen ganzen Eltern auf der Bindungsinsel zum Beispiel. Es gibt ja sehr Kinder, die eine gewisse ja, Persönlichkeitsstruktur mitbringen, die vielleicht herausforderndes Verhalten zeigen, die sehr willensstark sind, die vielleicht eine gewisse Gefühlsstärke auch haben und die natürlich dann auch durch ihr Verhalten ein Stück weit auch das Verhalten, das eigene Erziehungsverhalten beeinflussen. Und an dieser Stelle ist es eben so wichtig, nochmal zu betonen, so wie du es gerade gesagt hast, selbst wenn ein Kind sehr herausfordernd ist und vielleicht auch besondere Bedürfnisse hat, bedürfnisstark ist, liegt es trotzdem in der Verantwortung, mit diesen Herausforderungen umzugehen, sich vielleicht Erziehungskompetenzen anzueignen. Nur ist das halt dann für die Eltern viel, viel schwerer, weil ich erlebe zum Beispiel, dass gerade bei bedürfnisstarken Kindern die Eltern auch oft das Gefühl haben, ich mache alles falsch in der Erziehung, weil es eben so herausfordernd ist und es sich das manchmal auch so anfühlen kann, als hätte man mehrere Kinder gleichzeitig. Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, eine andere Sache ist, genau, Eltern haben oft Schuldgefühle oder fühlen sich schlecht. Das ist aber, weil wir Konflikte nicht als normal betrachten. Und eigentlich ist es aber normal. Also die Kinder lernen ja auch, also wenn Menschen zusammenleben, haben sie auch Streit und da prallen auch Bedürfnisse aufeinander. Auch hier ist es wieder für die Erwachsenen, die sind in einer anderen Situation, die müssen abwägen, auch ihre eigenen Bedürfnisse gegen die ihrer Kinder und so. Die Kinder denken erstmal nur von ihrer Perspektive aus und das ist auch okay, sie sind Kinder. Und wir als Erwachsene müssen halt gucken, wie schaffen wir das in einer Familie, alle Bedürfnisse irgendwie auch ausgelebt werden können. Das Ja, müssen wir genau. halt irgendwie versuchen zu regeln und das ist nicht immer einfach. Nee, und das führt, wie du gerade so schön gesagt hast, auf jeden Fall zu Konflikten. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel viel mit Eltern übe, was ich auch selbst tagtäglich immer wieder übe, so ist es ja nicht, ja. Auch diese unangenehmen Gefühle von Kindern auszuhalten, auch zu ertragen, dass eben gerade auch wenn Geschwisterkinder da sind, sehr viele Konflikte einfach zur Familie auch mit dazugehören. Das aushalten zu können und das auch als Wachstumschance zu sehen. Ich glaube, das ist echt so die größte Challenge, wenn man Kinder bekommen hat.
Ja, ganz genau, die negativen Gefühle der Kinder und auch die eigenen. Die Also es ist eigenen, ja auch genau. sehr wichtig, und jetzt sind wir wieder beim Thema psychische Gewalt, praktisch zu merken, okay, das triggert mich jetzt, ich bin auch total fertig, vielleicht von einem anstrengenden Arbeitstag, und dieses negative Gefühl muss ich erst erkennen und dann kann ich vielleicht gegensteuern und überlegen, mein Kind ist eigentlich gerade gar nicht so laut und macht auch gar nicht, sondern ich bin nur schon genervt. Jetzt muss ich irgendwie tief durchatmen oder vielleicht auch gucken, wie ich doch noch irgendwie zu einer Verschnaufpause komme, damit wir nicht in den nächsten Konflikt reinrattern. Ja, und selbst wenn, das finde ich ja das Spannende, weil wir sind ja keine Maschinen, selbst wenn es passiert, dass ich dann unwirsch reagiere oder vielleicht auch ungeduldig bin, weil wir alle Menschen sind, finde ich es eben so wichtig, sehr schnell wieder, sage ich, zurück in die Bindung zu gehen. Also ich habe so einen Bindungskurs entwickelt und da üben wir zum Beispiel nach einem Konflikt ganz schnell wieder zurück in die Beziehung zu gehen, weil es ist ja auch menschlich, dass vielleicht Mama oder Papa irgendwann mal sagen, so jetzt kann ich gerade nicht, ich brauche einfach mal kurz Abstand. Ja, weil ich sage immer, das ist immer noch besser, als wenn ich dann bei meinem Kind bleibe und selber auf 180 bin. Und nur finde ich es dann so wichtig zu sagen, ich brauche jetzt eine Pause, ich kümmere mich kurz, ich liebe dich, ich bin für dich da, ja, und wir können dann nachher drüber sprechen, dass das Kind auch weiß, zwar braucht Mama gerade Abstand oder Papa, nur ich weiß, sie ist dann danach wieder da und sie liebt mich immer noch. Ich glaube, das ist so diese Bedingungslosigkeit, die da eine große Rolle spielt. Ja, und ich habe auch oft erlebt, dass auch Kinder einen Abstand brauchen. Also Ja. wenn ein Kind irgendwie ganz wütend ist und dann ist es oft eben nicht der richtige Moment, irgendwas zu klären, sondern es ist auch für das Kind gut, sich zurückzuziehen und kurz allein zu sein. Und also meine Erfahrung, dass das auch die Kinder dann auch wieder in die Bindung zurück wollen, wie du sagst. Also die Kinder haben ja dann auch ein Bedürfnis, wieder gut zu sein, aber manchmal brauchen Leute auch eine Pause und das ist auch okay. Und das ist nicht dieses Gleiche wie das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Anschweigen und ich bestrafe dich jetzt durch mein Schweigen. Das ist Genau, das ist eben. ja eigentlich ganz stark die innere Haltung. Das ist schön, wie du es gerade nochmal beschrieben hast. Während ich aus dem Raum gehe, bin ich dann in der Liebe oder bin ich einfach gerade nur mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt, was ja okay ist und bin, habe gleichzeitig diese Bereitschaft, mein Herz zu öffnen und wieder zurückzugehen. Ich glaube, da ist ein großer Unterschied oder ob ich bewusst sage, du warst jetzt blöd zu mir, da habe ich jetzt gar keine Lust mehr mit dir zu reden. Das erlebe ich zum Beispiel auch oft, sobald Kinder ein bisschen älter werden, also wenn ich mit Teenie-Eltern arbeite. Dass sobald die Kinder ja auch argumentativ erwachsen wirken, dass Kinder dann überschätzt werden. Und dass dann zum Beispiel so Sätze kommen, das erlebe ich oft auch bei Vätern. Ich will es nicht pauschalisieren, nur ich habe gerade so eine Situation im Kopf, wo dann der Vater zu mir meinte, ja, er trägt ja auch seinen Teil dazu bei, dass ich so mit ihm bin. Ja, weil er halt Sind wir dann wieder bei mir. der Verantwortung? Ganz genau, ja. Und dann finde ich, auch da ist es so wichtig oder auch eine Herausforderung, wenn man sich das nicht bewusst ist, zu sagen, ja, mein Kind ist jetzt vielleicht schon 16 und argumentiert nicht im Grund und Boden. Und doch ist es halt einfach immer noch ein Kind und ist gerade überfordert mit so vielen Hormonen. Der Körper verändert sich, die Identitätsentwicklung spielt eine große Rolle. Das Kind ist maximal überfordert und braucht eben immer noch eigentlich diese Empathie. Das heißt, Kinder zeigen sich halt auch oft zu Hause von ihrer, sage ich mal, schlechtesten Seite, weil sie auch das Vertrauen oft haben, dass sie sich so zeigen können. Und wenn sie dann natürlich obendrauf kriegen, ist es ganz schwer. Ja, da sprichst du gleich zwei wichtige Themen an, finde ich. Also ein Thema ist dass es wichtig ist, als Eltern die Entwicklungsstufen der Kinder zu kennen. Ja. Also wenn ich, also dass Kinder überschätzt werden von ihren Eltern, das passiert meiner Meinung nach ganz häufig, auch bei kleineren Kindern, gerade wenn Kinder schlau sind und gut reden können, dann ist es ganz, also es besteht die Gefahr, dass Eltern praktisch argumentieren, wie du sagst, miteinander und dann irgendwie das Kind überschätzen und nicht merken, es hat vielleicht die intellektuelle Reife da schon, aber es hat ja noch gar nicht die emotionale Reife. Und ich bin immer noch die erwachsene Person und deswegen kann ich mit dem Kind auch nicht streiten wie mit einer erwachsenen Person. Und bei Teenagern ist ja, dass es quasi auch so ein bisschen ihre Aufgabe ist, sich von uns abzugrenzen. Und dass dieses Abgrenzen ja auch erst gelernt werden muss und sie dadurch auch manchmal hart mit ihren Eltern sind, ne? Ich habe schon sehr viele Teenager gesehen, die so die Augen rollen, wenn ihre Eltern nur was sagen. Und das tut natürlich weh, also das tut natürlich sehr weh auch. Und dann aber zu denken, okay, das macht mein Kind nicht, weil es mich nicht liebt, sondern weil es dabei ist, schon so auf so ein Leben auch ohne mich zuzusteuern, was ja an sich wieder auch für Eltern auch, ne, auch
einen schmerzlichen Teil hat, sage ich mal. Auf Es ist ja, jeden Fall. nicht Ja, und dann komplett auch bei schmerzfrei. sich zu schauen und diese vielleicht auch Trennungsangst, die bei einem da ausgelöst wird, weil die Kinder dann irgendwann das Nest verlassen, sich da vielleicht auch vorzubereiten, das anzunehmen, bei Genau. sich mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Ich glaube, das spielt halt auch eine ganz große Rolle. Ich würde jetzt einfach mal die Behauptung aufstellen, Eltern, die selbst lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen und vielleicht auch innere Kindarbeit machen, so wie ich das ja viel mit Eltern mache, dass sie eher in der Lage sind, auch auf diese psychische Gewalt zu verzichten, weil sie mit sich selber einfach klarkommen und diesen Gefühlen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt keine Gefühlsausbrüche mehr haben darf oder dass keine starken Gefühle mehr da sein dürfen, sondern es geht eher darum, wie gehe ich damit um, eigenverantwortlich, ohne mein Kind sozusagen dafür zu benutzen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Genau, also irgendwie ist so ein Kind erziehen ja so ein riesiger Selbsterfahrungskurs. Also es ist wirklich so, also genau, dass man nochmal ganz anders mit sich selber, auch mit seinen eigenen Schwächen konfrontiert ist. Oder mit seiner Geschichte. Du hast vorhin gesagt, und ich glaube, das spielt ganz oft rein, dass Eltern oft mit ihren Kindern Sachen machen, die ihnen selbst passiert sind, selbst die Sachen, die sie selber nicht mochten. Es ist nun mal, das kennen wir, glaube ich, alle. Es ist nicht einfach, eine Sache ist erkennen. Ich habe dieses Verhalten und mag das vielleicht selber gar nicht oder finde es gar nicht so gut. Und die andere Sache ist dann, das zu lassen und was Konstruktiveres zu machen. Das geht ja durch Ja. alle Bereiche durch. Das Spannende an der Stelle ist, um diese alten Muster zu überwinden, glaube ich ja, dass es wichtig ist, sich nicht für das eigene Verhalten zu verurteilen, sondern in die Selbstliebe zu kommen. Also zu sagen, hey, ich habe dieses Verhalten und eigentlich, also ich mache jetzt ein Beispiel, mein Papa zum Beispiel hat mich früher ignoriert, ja, wenn er sauer war. Und er hat wirklich geschafft, auch mal 2 Wochen lang mit uns nicht zu reden, also wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und das war für mich natürlich eine totale Verlusterfahrung und ich habe deswegen auch heute mehr Verlustängste. Und dann aber irgendwann zu erkennen, hey, wenn ich jetzt selber dieses Muster anwenden würde, was ich jetzt nicht tue, nur ich könnte mir vorstellen, es können andere Menschen mit meiner Erfahrung würden das vielleicht machen, dann ist es eben so wichtig zu sagen, ja, ich merke, dass ich das Muster habe und ich bedauere das eigentlich in erster Linie für mich selbst, dass ich das erfahren habe. Weil nur darüber, finde ich, können wir heilen und wohlwollend mit uns selbst sein. Und dann ist es auch möglich, dieses Muster zu überwinden. Nur was ich halt bei Eltern oft erlebe, ist, dass sie sich ganz schlimm verurteilen für so ein Verhalten. Und dadurch wird es eigentlich nur noch schlimmer. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel viel mit Eltern übe, ganz liebevoll mit sich selbst zu sein und sich selber auch Fehler schnell zu verzeihen, damit sie wirklich damit sie sich wirklich weiterentwickeln können. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst, ob du auch erlebst, dass Eltern so hart mit sich sind. Auf jeden Fall. Aber ich finde, du hast noch ein anderes wichtiges Thema angesprochen, nämlich Fehlerkultur. Ja. Also wir haben ja in unserer Gesellschaft grundsätzlich so eine ganz schlechte Fehlerkultur. Wir hatten einen großen Fachtag für pädagogische Fachkräfte in der Kita über gewaltfreie Erziehung. Und da war es nochmal, wie schwierig die Leute es finden, im Team andere positiv zu kritisieren, einfach zu sagen, also, also eine Situation zu schaffen, in der es okay ist. Du, ich schätze dich als Kollegin, aber vorhin warst du mit dem und dem Kind, da hast du, glaube ich, einen Fehler gemacht, da warst du zu hart oder da hast du falsch reagiert. Dass das ganz schwierig ist, weil wir irgendwie alle perfekt sein wollen und es schwer ist, Fehler zuzugeben, es schwer ist, Fehler anzusprechen, es schwer ist, sie zu verzeihen, sich selbst oder anderen. Und genau, das ist auch in Elternschaft. Ich meine, wir im Grunde in der Elternschaft, Fehler sind ja absolut unvermeidbar. Ja. Also wir sind ja mit unseren Kindern, wenn sie klein sind, oft 24 Stunden am Tag zusammen und uns geht es mal gut und mal schlecht und es geht ja gar nicht anders. Und wir wollen ja auch Vorbilder für unsere Kinder sein und dass sie sich selber ihre Fehler verzeihen. Und das können wir ihnen eben vorleben, indem wir zeigen, okay, ich habe was falsch gemacht und ich kann mich auch bei meinem Kind entschuldigen oder ich kann ja auch, also ich kann ja auch Sachen hinterher erklären. Und Ja. genauso ist es ja bei meinem Kind auch. Mein Kind soll ja auch Fehler zugeben können und sich nicht Genau. deswegen schämen und das ganz schrecklich finden, was falsch gemacht zu haben. Ja, da sprichst du was Wertvolles an, denn ich glaube, dass diese Angst vor Fehlern daherkommt, dass ganz viele Menschen nicht gelernt haben, die Fehler wieder gut zu machen. Also ich glaube, viele Menschen denken, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt bin ich in der Hilflosigkeit und Ohnmacht und werde verurteilt. Also ich glaube, da geht dieses Bestrafungssystem im Gehirn an, weil viele von uns wahrscheinlich früher verurteilt wurden für Fehler. Und wenn wir Kindern heute beibringen, dass Fehler wieder gut gemacht werden können,
dann haben Sie ja eine Handhabe, dann sind Sie nicht in dieser Ohnmacht und können auch anders lernen, mit Fehler umzugehen. Das habe ich als Grundschullehrerin ganz lang immer mit Kindern geübt. Wir hatten so Fehlerschatztruhen, wo wir dann Sachen reingepackt haben und diese Fehler genutzt haben, um eben daraus zu lernen, darüber zu sprechen. Und das haben die Kinder geliebt. Das ist ja auch was, was Kinder am Anfang noch nicht haben. Das ist ja, kommt ja nur durch die Sozialisation. Ja, genau, das mit den Fehlern. Also ich finde es immer so schade, man merkt, wenn die Kinder in die Schule kommen, wie sie dann immer mehr Angst bekommen vor Fehlern. Und ich glaube, hat immer noch zu tun, auch mit diesem Notensystem, obwohl wir heutzutage wissen, dass das gar nicht, also dieses ständige Bewerten, dass das gar nicht Kindern hilft, bessere Leistungen zu erbringen, ist es ja immer noch da. Und dann irgendwann lernen Kinder richtig in unserer Gesellschaft, dass es schlecht ist, Fehler zu machen. Anstatt es einfach zuzugeben oder zu sagen, ah, interessant, ich wusste das nicht, jetzt weiß ich's. Also ich finde auch mal ganz wichtig, Kindern zu sagen, Kinder denken ja oft, ihre Eltern wüssten alles, zu sagen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das muss ich erst recherchieren. Über dieses Thema kenne ich mich nicht aus. Über dieses Thema, da weiß ich eine ganze Menge drüber, aber dieses nicht. Und damit zeige ich ja meinem Kind, du musst auch nicht alles wissen. Das finde ich auch noch mal eine ganz wertvolle Ergänzung. Konstanze, ich habe noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja auch so Grauzonen von psychischer Gewalt. Haben wir die alle schon genannt oder hast du für dich da nochmal neue Grauzonen? Ich glaube, es sind diese Ränder dieser Themen, die ich genannt habe, zum Beispiel die manchmal so ein bisschen schwer zu fassen sind. Zum Beispiel dieser berühmte Spruch, ich zähle jetzt bis drei. Dann musst du das und das gemacht haben. Das würden Leute jetzt nicht per se direkt als psychische Gewalt identifizieren. Es ist aber, man muss sich nur mal vorstellen, wenn das irgendjemand mit einer Erwachsenen oder mit einem Erwachsenen machen würde. Es ist eigentlich eine grobe Unverschämtheit, auch eine Respektlosigkeit. Und diese Respektlosigkeit, die ist ja, also die zieht sich ja durch ganz viele Bereiche. Deswegen, also inzwischen ist ja Adultismus ein stärkeres Thema geworden, also Diskriminierung von Kindern einfach nur, weil sie jünger sind. Und das sieht man wirklich, wenn man da so ein feines Gespür für entwickelt, tagtäglich, dass erwachsene Kinder anfassen, wenn sie es eigentlich nicht wollen, dass sie zu ihnen von oben herab sprechen, über sie sprechen, mit dem Auslachen, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt ja auch oft, es gibt ja auch so ein Auslachen, ach, das ist jetzt aber süß, wenn ein Kind irgendwas misslingt oder wenn es ein Wort falsch ausspricht. Auch da Vorsicht, also das kann ein Kind dann auch verletzen. Oder es fängt an, so sich so künstlich zu benehmen, um immer so die Erwachsenen zum Lachen zu bringen, was aber auch, ein Kind ist nicht irgendwie ein Entertainer für uns. Also, Das und finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube auch, dass genau das so eine Grauzone ist, weil die Erwachsenen in diesem Moment ja gar keine böse Absicht haben, sondern sie genau. vielleicht einfach selbst dieses Kind wirklich ganz süß finden. Oder ich hatte es erst neulich, da hat dann jemand gesagt, so, was bist denn du für ein Nackifrosch? Ja, weil ein Kind dann nackt rumgelaufen ist. Und dann habe ich gleich so gemerkt, jetzt schämt sich das Kind und wolltest gleich eine Badehose anziehen. Und ich bin mir sicher, die Person hat das ganz lieb gemeint. Weißt du, was ich meine? Das ist dann so Ich eine weiß ganz genau, was Grauzone. du meinst. Spitznamen. Da ist auch so, wir haben auch mal so Listen von so Moppelchen. Vielleicht meinen die Eltern das liebevoll, aber Vorsicht, dass das Kind dann nicht ein Komplex entwickelt. Oder auch so schon älteres Kind, so sehr infantile. Also Koseworte, oder es ist interessant, mal sein eigenes Kind zu fragen, welche Koseworte es mag und welche nicht. Dann, das habe ich mal bei meinem Kind gemacht, ich war überrascht. Er hat gesagt, ich mag eigentlich nur, wenn du mich mein Lieber oder Lieber seinen Namen nennst. Sonst mag ich das gar nicht. Und er hatte sich nie beschwert, natürlich nicht. Ich meine so, aber und dann irgendwann hat er gesagt, okay, und wenn wir allein sind, kannst du auch Schatz sagen. Aber eigentlich dieses so, ja, also man kann Kinder auch mal fragen, ob sie bestimmte Sachen mögen oder nicht. Das finde ich auch nochmal einen ganz wertvollen Impuls. Das habe ich bei meinen Schulklassen immer gemacht, weil ich auch ja so viel Zuneigung hatte zu den Kindern. Und dann neige ich als Person, als erwachsene Person, so geht es sicher auch ganz vielen Eltern dazu, irgendwelche Kosenamen zu benutzen. Und ich durfte dann immer sagen, meine Mäuse, das durfte ich sagen. Nur das war dann wirklich, also alle mussten sich melden und das okay finden. Ja, genau. Genau. Das ist es. Also insofern
Ich glaube, Respektlosigkeit wird oft nicht, also das ist natürlich wirklich eine Grauzone, aber wir wollen ja auch feinfühlig sein. Insofern, ich glaube, es geht nochmal, deswegen habe ich dieses Thema Adultismus erwähnt, es geht nochmal darum, diese Beziehung erwachsene Kinder neu zu überdenken und da so Bewusstsein reinzubringen. Ich meine, es besteht ja ein großes Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen und das Automatisch, ja, ist aufgrund auch der okay, Bildung, ja. weil also es muss auch eine Person geben, die das Geld verdient, auch überlegt, wofür geben wir was aus, die so Genau, es hat ja auch eine Schlüsselentscheidungen schützende trifft. Funktion, dieses Machtgefälle, weil ich mehr Genau, Erfahrung habe genau. als Erwachsener, weil ich dadurch eben auch schützend für das Kind da sein kann. Ganz genau. Das ist auch ein Kinderrecht, Schutz, ne? Und deswegen gibt es immer dieses Dilemma zwischen Schutz und Beteiligung. Das sind zwei Kinderrechte. Die Kinder müssen beteiligt werden, sie müssen geschützt werden. Das heißt, sie sollen bei vielen Sachen mitbestimmen, immer altersgemäß. Bestimmte Sachen können sie aber noch nicht entscheiden. Und da, ich glaube, da ist die Herausforderung, dass die Kinder sich ja ständig verändern und wir müssen irgendwie so immer dranbleiben und uns mit ihnen mitverändern. Nee, Und Eltern haben es das nicht eben. leicht, das sage ich dir. Ja, das ist wirklich eine große Herausforderung. Ja. Also, ja, ich sage immer, es gibt keine anderen MitbewohnerInnen, die sich zunächst mal fast tagtäglich und dann jeden Monat wieder neu verändern. Das Und bedarf halt auch einer ganz, ganz hohen Kompetenz an Feinfühligkeit. Das eben, ist ja. auch so ein Grund, warum ich das viel mit Eltern übe, genau hinzuschauen, zu beobachten, weniger zu reden, mehr zu gucken und mehr zu fühlen. Das ist ja auch so was, dass man ganz häufig tagtäglich auf die Kinder einredet und vor lauter Reden vielleicht gar nicht sieht, was das Kind eigentlich braucht. Das ist manchmal auch so dieses nicht nur mal zurücknehmen, aus so einer Vogelperspektive auf das Kind zu gucken. Das fand ich gerade so wertvoll, dass du das nochmal angesprochen hast, dass es so schnell einfach geht und die Kinder von einer Entwicklungsphase zur nächsten hurten. Ja, da bist du bei einem anderen sehr, sehr wichtigen Thema. Weniger reden, mehr zuhören. Ja. Das ist weniger Ansagen machen. Und Das ist. beobachten finde ich auch. Genau hinschauen. Ja. Genau. Ja. Du hast ja gerade vorher auch noch von der physischen Gewalt gesprochen. Da möchte ich gerne noch ein Thema ergänzen, weil ich weiß, das beschäftigt viele Eltern. Es gibt ja manchmal auch die sogenannte schützende Gewalt, wenn ich im Straßenverkehr ein Kind zum Beispiel zurückhalten muss und es dann vielleicht aus dem Straßenverkehr tragen muss. Dann gibt es ja auch Notsituationen, in denen Kinder vielleicht Medikamente nehmen müssen, wenn es um die Gesundheit geht. Vielleicht möchtest du dazu auch noch deine Meinung sagen, gerade so aus deiner Sicht des Kinderschutzes, weil es ja manchmal auch für Kinder notwendig ist und diese liebevolle innere Haltung dann natürlich eine große Rolle spielt, dass ich innerlich in der vollen Liebe bleibe. Nur vielleicht hast du da auch noch mal so ein paar Gedanken oder auch Tipps, die Eltern da Sicherheit geben. Also ich meine, in Gefahrensituationen ist das natürlich notwendig. Und es gibt ja wirklich, ich meine, Impfung bei Kindern, Spritzen oder sowas. Das ist ja, ich glaube, es ist das Thema, was du sagst, diese Haltung. Ich glaube, die Kinder spüren, ob ihnen jemand was Böses will oder nicht, oder ob jemand auch wenn ein Arzt oder eine Ärztin das feinfühlig macht, sagt, jetzt piekst ich dich gleich, das tut einen Moment weh, dann ist es besser. Dann sind die Kinder hinterher auch nicht sauer, selbst wenn es ihnen wehgetan hat und sie weinen. Und dann ist es auch, war das auch nicht so ein traumatisches Erlebnis, wie wenn Kinder hart festgehalten werden und vielleicht ihr Schmerz runtergespielt wird. Oh, Ich da glaube, sprichst du dieses so, das Ernst ist ein nehmen, wichtiges das, Beispiel, ja, das du genannt ja, hast. also das fällt mir jetzt so ein, zu Impfungen, bei Zähneputzen, ja, also ich kenne wirklich Eltern, die das vernachlässigt haben, weil sie diesen Streit so gescheut haben. Das finde ich wieder so ein Verantwortungsding. Irgendwie, es dauert eine Weile, eine gute Zahnputzroutine zu finden. Und ich glaube, da brauchen Eltern einen langen Atem und viel Hartnäckigkeit. Aber es ist nicht notwendig, dem auszuweichen oder nachzugeben, sondern Nein, das nein. bleibt ein schwieriges Thema eine Zeit lang und dann hat sich das Kind dran gewöhnt. Ja, Also ich ich habe versuche mich dazu gerade eine zu erinnern. Podcast-Folge für alle, die zum Zähneputzen da noch Informationen möchten, weil ich ja auch glaube, gerade beim Zähneputzen ist es auch die innere Haltung und der innere Stresslevel, wie ich in die Situation reingehe. Da könnt ihr gerne mal reinhören, weil da gehe ich ganz stark auf die Eltern während des Zähneputzens ein und nicht auf die Kinder, weil es gibt ja tolle Zahnputztipps und so.
Und nach dieser Genau. Folge haben viele Eltern mir geschrieben, jetzt habe ich verstanden, warum es nicht klappt, ja, weil man ja oft schon ganz gestresst und mit so einem Hals in diese Situation reingeht und das Kind dann deswegen auch so angespannt ist. Ja, das hat für mich wieder was damit zu tun, dass die Eltern oft Konflikte scheuen mit den Kindern. Also es ist nun mal nicht alles immer nur Bolabö und Regenbogen und irgendwie so, sondern ganz ehrlich, ich putze mir selber auch nicht so gern die Zähne. Aber es ist was ich mache für meine Gesundheit. Mein Kind muss das auch machen. Aber und das ist so eine Lernsituation. Das dauert eine Weile. Genauso wie Haare. Also viele Kinder kriegen ja auch nicht gern die Haare gewaschen. Da Nee, muss das man stimmt. irgendwie so lange rumexperimentieren und auch denken, wir schaffen das schon. Also wir werden schon unsere Zähneputz- und Haarewaschroutine finden, die dann auch okay ist. Ja, ich habe da immer so diese Übung, sich vorzustellen, wie das Kind danach mit wunderschön gewaschenen Haaren dasitzt oder mit blitzblanken Zähnen, damit man so dieses Ziel vor Augen hat. Weil dann hat man automatisch so eine zuversichtliche Ausstrahlung. Das kann manchmal helfen, das Visualisieren. Das, gut, dass du es auch nochmal ansprichst, dass es wichtig ist, da dran zu bleiben, weil auch wenn wir es nicht tun würden, wäre das ja wieder andersrum gesehen, eigentlich eine Form von Vernachlässigung. Und Vernachlässigung ist Auf ja auch jeden eine Fall. Form von Gewalt, oder? Auf jeden Fall, genau. Aber ich glaube, es ist schwer. Also als Eltern ist man ja immer, und das ist ja auch gut so, immer lebt man immer sehr intensiv die Phase, die gerade dran ist. Und dann kommen einem die Probleme ganz, ganz groß vor. Das ist ja auch, wenn irgendwie, ich weiß nicht, Stillprobleme oder wenn das Kind eine Zeit lang wenig einschläft. Aber es sind ja dann immer bestimmte Phasen und dann läuft es auch wieder gut. Und eigentlich, das ist ja auch was Schönes in der Elternschaft zu lernen. Also es kann irgendwie etwas eine Weile konfliktbehaftet und schwierig sein und dann kann es sich auch wieder ändern. Das stimmt, es Und gibt ja Eltern diese können ja so Phasen, wo sich lange wieder entspannt, gell? Das ist das Gute. rumprobieren, bis sie dann das Richtige, das irgendwie gefunden haben. Es flutscht nicht immer alles von gleich. Das stimmt, genau. Ich habe noch eine Frage, die, glaube ich, viele Eltern auch interessiert, weil viele Eltern wollen natürlich auch schon präventiv darauf achten, dass sie keine Gewalt anwenden und möchten wahrscheinlich auch eigenverantwortlich jetzt vor allem nach unserer Podcast-Folge noch mehr viel dafür tun, dass sie nicht unbewusst psychische Gewalt anwenden. Was hast du denn da nochmal für Tipps, um wirklich präventiv im Alltag Gewalt zu verhindern? Also ich finde, es gibt verschiedene, es gibt einmal Bewusstmachung. Da glaube ich, hilft einmal selber nachdenken, aber auch Austausch mit anderen, Austausch mit Freundinnen und Freunden in der Partnerschaft, vielleicht in einem Elternkurs. Und natürlich ist es schön, wenn jetzt wieder den Bogen zur Fehlerkultur, man kann auch andere Leute um ein Feedback bitten, also es kann auch zur Bewusstmachung helfen. Und dann ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, sind auch Rahmenbedingungen. Also es ist ja, Familienalter kann ja sehr anstrengend sein. Und die Rahmenbedingungen für Familien sind ja im Moment nicht gerade besonders gut. Also Leute, die arbeiten, gleichzeitig Kinder erziehen, die haben ja ein sehr stressiges Leben. Und auch da ist also eine gute Prävention ist, wenn Eltern gut für sich selber sorgen und auch mit ihren Kräften haushalten und auch gucken, wo bekomme ich Entlastung her oder wie schaffe ich es, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwie so ein Hamsterrad bin, sondern dass es mir gut geht. Und Das das bedeutet ist dann tatsächlich dann auch, wieder dass du Prävention. als Mama oder Papa lernst, Nein zu sagen zu gewissen Dingen und vielleicht auch Prioritäten setzt, weil ich zum Beispiel auch viele Familien kenne, wenn ich sie in der Beratung habe, die dann, wenn wir den Alltag durchsprechen und so eine bedürfnisorientierte Alltagsroutine aufstellen und sie dann erst merken, in was für einem Hamsterrad, wie du das gerade so schön formuliert hast, sie eigentlich stecken. Und Ja, das dann ist mal aufzudröseln, sich dessen bewusst zu werden und zu sagen, ach so, ja klar, wenn ich das jetzt verändere, dann sage ich vielleicht Nein zur Nachbarin oder zu meiner Schwiegermutter, nur dadurch ist unser Familienleben leichter. Und viele erkennen dann auch, dass sie es eigentlich erstmal anderen recht machen, dem Chef oder auch der Nachbarin, der Schwiegermutter, bevor sie eigentlich darauf gucken, dass es ihnen in ihrer kleinen Familie gut geht. Ich glaube, auch da bedarf es dann manchmal so ein bisschen der Überwindung von Mustern von früher, jedem alles recht machen zu müssen. auf jeden Fall und auch den eigenen Kindern alles recht zu machen. Ich meine, auch da kann man mal sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und vielleicht habe ich jetzt wirklich auch keine Lust zu spielen oder vielleicht habe ich nicht Lust, heute zwei andere Kinder einzuladen.
weil es mir zu viel ist. Also auch da ist es auch okay. Also genau, ich glaube, Eltern haben oft den Wunsch, es auch ihren Kindern zu sehr recht zu machen. Also man kann auch mal Sachen gegeneinander abwägen und sagen, dafür reicht meine Kraft jetzt nicht gerade. Genau, weil Das ist auch okay. eigentlich ist es ja wichtig, dass es mir als Elternteil in erster Linie gut geht, damit ich dann für die Kinder da sein kann. Und ob diese zwei oder drei Freundinnen jetzt da sind, das spielt ja keine Rolle für die Entwicklung meines Kindes. Ja, wenn ich natürlich ist es wichtig, dass Kinder mit anderen Kindern spielen, nur muss es dann vielleicht nicht jeden Tag sein, wenn ich merke, mir wird es selbst zu viel. Ja, da denke ich manchmal, wenn ein Kind sehr klein ist, ein Baby, dann ist es ja wirklich so, dass ich glaube, da müssen Eltern auch mal über ihre Grenzen gehen, weil dieses Kind, die Bedürfnisse müssen ja auch sofort befriedigt werden. Aber manchmal finden Eltern dann nicht mehr raus aus dieser, ich muss und ich muss und ich muss machen. Und Und ich also muss ich sehe immer auch bei sofort älteren vor allem, das ist ja das Problem, genau. Ich sehe auch bei älteren Kindern, dass manchmal die Mütter denken, ich kann keinen Sportkurs machen, weil ich muss abends da sein. Okay, aber dein Kind ist 7 oder 8. Vielleicht musst du nicht diejenige sein, die das Kind ins Bett bringt. Also, und selbst wenn das Kind es erst traurig findet, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also so, also da wirklich zu unterscheiden, also wo sind diese Momente, wo ich da sein muss, 100%, weil das Kind krank ist, ihm schlecht geht und so, dann höre ich natürlich auch zu arbeiten und fahre direkt nach Hause. Und wann kann auch mal ich dem Kind das zumuten, dass es mit jemand anderem zusammen ist oder auf irgendwas verzichten muss. Und das hat ja wieder ganz viel mit der Entwicklung zu tun, dass Oh, da man. habe ich gerade ein Beispiel, das so gut gerade zu dem passt, was du so schön erklärt hast. Und zwar hatte ich erst eine Mama, die hat jetzt mit 1,5 Jahren stillt sie ihren Sohn noch und ist da auch ganz glücklich noch mit der Stillbeziehung. Nur hat sie eben das Thema, dass er eben zur Beruhigung auch immer die Brust braucht und sie deswegen halt auch am Abend immer da sein muss, weil der Papa ihn dann halt nicht in den Schlaf begleiten kann, beziehungsweise sie der Meinung eben ist, es geht nur, wenn er an ihrer Brust ist, obwohl er auch dann gar nicht mehr trinkt, sondern es ist rein zur Beruhigung da. Und da habe ich dann halt auch liebevoll versucht zu begleiten und gesagt, schau mal, selbst wenn er dann frustriert ist, wenn du jetzt halt abend auf diese Party deiner Freundin gehst, dann wird der Papa das schaffen, ihn zu beruhigen. Und so war es dann auch, ja. Und der Papa war auch ganz stolz, dass er es dann geschafft hat, obwohl er natürlich keine Brust anbieten kann. Und dann war sie sogar danach bereit abzustillen, weil sie dann gemerkt hat, okay, eigentlich braucht mein Kind das gerade nicht mehr. Ja, das ist ja auch immer dieser Prozess des Abstillens, ist ja auch immer so eine ganz individuelle Geschichte. Nur fand ich das dann auch so mutig von ihr, das einfach auszuprobieren. Ja, da sprichst du ganz viele interessante Themen ein. Eins ist dieses Stillen. Wenn das Stillen das Kind nicht mehr still macht, dann ist vielleicht wirklich, also dann ist wie so eine wichtige Funktion vielleicht auch wirklich vorbei. Und auch das, genau, die Stillen natürlich muss von beiden auch kommen. Also, ich glaube, da würde ich auch Mütter immer bestärken, auch ganz stark auf sich selber zu gucken. Und das zweite interessante Thema in deinem Beispiel war das Vertrauen in den Vater. Also der Vater kann das. Also der Vater liebt ja sein Kind auch und er kann das. Und zu denken, er könnte es nicht, ist ja so eine Art Misstrauensansage, ne? Deswegen, und zu sagen, du kannst es auch, ist eine Vertrauensansage. Und das Thema mit der Frustration. Also ich glaube, für alle Eltern ist es ganz traurig, wenn das Kind traurig und frustriert ist. Trauer und Frustration und gehört aber zum Leben mit dazu. Das ist nur so Und schwer auszuhalten, weil die Hormone sagen, sorgt sofort dafür, dass ja, es genau. Aber aufhört. und man merkt es ja sehr stark an dem älteren Kind. Irgendwann ist ja auch unser Einfluss da viel, viel geringer und irgendwann kommt es auch. Und selbst Eltern, es gibt manche, die versuchen es ihren Kindern immer recht zu machen. Andere Leute werden das später nicht tun, vor allem andere Kinder werden das später nicht tun. Und irgendwann macht das Kind diese Erfahrung, auch Erfahrung, dass ich bekomme nicht, was ich will und ich bin jetzt frustriert oder ich weine, ich bin traurig. Und genau, das müssen wir aushalten. Die Frustrationstoleranz ist tatsächlich, das habe ich auch erlebt als Grundschullehrerin, bei vielen Kindern weniger ausgeprägt als damals, als ich als Lehrkraft angefangen habe. Das ist ganz spannend gewesen, wie ich das so beobachten konnte über die Jahre. Es hängt vielleicht wirklich auch ein bisschen damit zusammen, dass Eltern viele Wünsche erfüllen möchten, immer sofort und dadurch vielleicht gar nicht unbedingt immer Bedürfnisse erfüllt werden. Ich glaube, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da vorher genannt hast, mit dem, dass es okay ist, dann auch mal zu sagen, jetzt habe ich keine Lust zu spielen und jetzt möchte ich vielleicht mich auch mal ausruhen, auch wenn du jetzt das und das noch möchtest. Genau, ja.
Konstanze, wir könnten noch ewig weiterreden, oder? Ich bin gerade so drin mit dir in diesem Thema. Ich glaube nur, da Eltern ja auch nur eine begrenzte Zeit haben, kommen wir zu einem Ende. Ich danke dir so, so sehr, Konstanze, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ihr so viel wertvolle Arbeit beim Kinderschutzbund leistet. Ich würde dich gern abschließend noch fragen wollen, kannst du denn noch mal die wichtigsten Kinderrechte nennen, die dir so noch in den Kopf kommen, die wir vielleicht auch noch nicht angesprochen haben? Das fände ich noch ganz schön als Rundenabschluss. Ja, ich glaube, aber für dieses Thema müssen wir immer zwei Themen also zwei Kinderrechte im Kopf haben. Beteiligung und Schutz. Und vielleicht noch Förderung, also, und diese auszutarieren. Ich glaube, da liegt die Krux bei dem Thema gewaltfreie Erziehung. Okay, das war ein sehr wichtiges Abschlusswort. Vielen, vielen Dank. Und an alle, die zuhören, ich möchte euch nochmal erinnern, falls du es noch nicht mitbekommen hast, es wird die Bindungsakademie eröffnet. Und zwar kannst du auf meiner Bindungsakademie die Ausbildung zum zertifizierten bindungsorientierten Elternberater oder zur Elternberaterin machen. Ich bin überglücklich, dass dieses Herzenswerk jetzt endlich an den Start geht. Am Montagabend, jetzt schon am kommenden Montag, am 24. um 20 Uhr, findet ein Live-Q&A statt und ich schicke dir die Zoom-Daten, die Zugangsdaten in die Shownotes, damit du mit dabei sein kannst, falls du noch Fragen zur Ausbildung hast. Und du findest auch auf meiner Seite, der Link ist auch in den Shownotes, alle möglichen Informationen zu dieser umfangreichen Ausbildung. Ich freue mich schon riesig auf alle. Es haben sich schon wahnsinnig viele angemeldet und vielleicht möchtest ja auch du mit dabei sein und dich beruflich und persönlich weiterentwickeln. Bis zum nächsten Mal, Konstanze. Schön, dass du da warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss.